Die Firma Omnius, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, die vielfach komplexen Prozesse in der Versicherungswirtschaft durch Automatisierung und durch KI zu vereinfachen. Insbesondere bei der Meldung und Bearbeitung von Schäden lassen sich auf diese Weise ganz viel Zeit, Geld und Aufwand einsparen. Das Ergebnis dabei sind nicht zuletzt zufriedene Kunden. Ja, wie das Ganze funktioniert, dazu sprechen wir jetzt und später mit Sophie Quidinus-Walfors von Omnius. Ganz herzlich willkommen, Sophie. Hallo. Ja, bevor wir in unser Thema einsteigen, du hast uns einen kleinen Impuls zur Zukunft mit KI mitgebracht. Wir sind gespannt auf deine Gedanken, deine Bühne. Ja, danke schön. Super hier zu sein. Ich bin tatsächlich von dem Thema KI begeistert und deswegen freue ich mich, dass ich heute ein bisschen mit Ihnen teilen darf, wie ich so ein paar Zutaten der Zukunft mit künstlicher Intelligenz sehe. Ich liebe es tatsächlich, Hypothesen anzustellen, meinen eigenen Frontal Cortex zu verwenden, um über die Zukunft nachzudenken. Wo könnten wir landen und wirklich hier mal so ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen? Und bevor wir ganz tief einsteigen in die Unternehmenswelt mit KI, möchte ich so kurz einladen auf eine Reise, wo wir uns mal vorstellen, wie könnte der Morgen ausschauen für uns Individuen mit künstlicher Intelligenz. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie aufwachen und eine ganz freundliche Stimme wünscht Ihnen einen guten Morgen, fragt Sie, ob Sie gut geschlafen haben. Sie riechen schon Ihr Lieblingsgetränk, einen Kaffee oder einen duftenden Tee, der wurde automatisch für Sie gemacht und zwar genauso, wie Sie es auch gern haben. Dann sind Sie fertig, alles ist vorbereitet und ein selbstfahrendes Auto selbstverständlich holt Sie ab und fährt Sie gemütlich in die Arbeit. Auf dem Weg erzählt Ihre persönliche KI-Assistenz, was sie heute erwartet, welche E-Mails schon beantwortet wurden, welche einfachen Aufgaben sie schon selbst erledigt hat, welche sie outgesourced hat. Und am Weg bleibt das Auto stehen bei einem Geschäft. Sie kriegen die Anweisung, hupf doch einfach mal rein und hol das Geschenk ab für deinen lieben Freund. Der hat nämlich am Wochenende Geburtstag. Dir fällt ein Stein vom Herzen, hättest du ganz vergessen. Und am Weg zurück und in die Arbeit hast du Zeit, deinem Freund eine liebe persönliche Nachricht zu schreiben über eine Erinnerung, die euch beide verbindet. Bei manchen sind vielleicht wirklich konkrete Bilder jetzt gekommen. Das ist übrigens etwas, was unser Frontal Cortex kann. Auf Knopfdruck, ohne dass dafür ein Training notwendig ist, Bilder zu produzieren, kann nicht mal ein Hund natürlich, kein Tier kann das der Welt, natürlich auch keine künstliche Intelligenz. Wir Menschen können das. Wir können mit unserer Fantasie Unglaubliches bauen und das schaut bei jedem anders aus. Heute spreche ich aber nicht über den persönlichen Alltag mit künstlicher Intelligenz, sondern mache nochmal einen Schritt zurück. Wie schaut das für unser Unternehmen aus? Omnius hat eine Reise hinter sich gebracht und ich darf so ein paar Impulse bringen, die für uns relevant waren. Was sind die Zutaten? Quantenfusion ist ein riesiges, spannendes Thema. Warum? Weil da zwei Giganten aufeinandertreffen. Quantum Computing und die künstliche Intelligenz wird noch zu rasanten Innovationen führen. Und da freue ich mich zum Beispiel insbesondere auf den Bereich Medizin. Da werden wir Unglaubliches sehen. Und das in Kombination mit der Feststellung, die wir, glaube ich, alle jetzt gemeinsam gemacht haben im letzten Jahr, dass künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel LLMs, die sind Mainstream geworden durch Tools wie ChatGPT. Es kam zu einer Demokratisierung, die wir auf individueller Ebene nicht für möglich gehalten haben. Und das ist auch wahr für Unternehmen. Es sind so viele Tools jetzt zur Verfügung, mit denen wir arbeiten können. Das heißt nicht, dass jedes Unternehmen anfangen muss, eigene Tools zu bauen. Aber wir haben einen demokratisierten Zugang dazu, der nicht denkbar war noch vor einem Jahr. Autonome Systeme sind eine weitere Zutat, die ich glaube, die sehr relevant sein wird, besonders in Bezug auf die Art, wie wir über Produktentwicklung nachdenken. Ein gutes Beispiel ist von DeepMind das Spiel AlphaGo. Da gibt es jetzt eine neue Version, AlphaZero. Und diese Version kann tatsächlich selbstlernend, evolvierend, autonom die letzte Präzision, Perfektion selbst antrainieren. Und das werden wir in 5 bis 10 Jahren als Status quo anerkennen. Da geht es nicht um den ersten Impuls, dafür braucht es uns, aber um diese letzte Präzision, Perfektion, diese inkrementelle
Punktlandung, da werden wir KI-Systeme verwenden. Emotionale und soziale künstliche Intelligenz, und ich mache den Unterstrich unter das Künstliche. Ich spreche nicht von emotionale und soziale Intelligenz, das ist das, was wir Menschen beherrschen. Aber auch künstliche Intelligenz wird in der Lage sein, schon bald, ist es jetzt schon auch am Anfang, von dem, was sie sieht und von dem, was sie dann auf Basis des Dateninputs analysieren kann, Schlussfolgerungen treffen, Empfehlungen geben, nächste Schritte anleiten. Wie schnell oder wie langsam bewege ich meine Hände gerade hier? Wie schnell oder langsam spreche ich? In welcher Tonlage? Wie schauen meine Augen aus, mein Gesichtsausdruck? Ich bringe sehr viele Daten hier in jedem Moment. Ja, ich bin auch nervös jetzt. Ja, das würde eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich schon heute sehen. Aber auch im Alltag werden wir da ganz viele Beispiele davon sehen. Der spannendste Aspekt hier ist für mich, wie wir Menschen mit KI arbeiten werden. Und hier sind wir an einem spannenden Punkt. Natürlich gibt es Zurückhaltung, es gibt Ängste. Es trifft uns, wenn wir uns vorstellen, dass künstliche Intelligenz etwas von uns, der puren Menschlichkeit, ersetzen könnte. Das macht uns Angst, deswegen gibt es einen Teil von uns, der sagt, will ich nicht oder schaue ich weg, finde ich irgendwie blöd. Aber es wird die nächsten Jahre zu einer breiteren Basis an Wissen kommen in den Unternehmen, in der Gesellschaft. Wir werden besser verstehen, wie nicht intelligent künstliche Intelligenz ist und wie brillant wir Menschen sind. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, werden wir wirklich in der Lage sein, uns zu öffnen und darüber nachzudenken, wie wir künstliche Intelligenz uns zunutze machen können. Und das Beispiel, das ich vorgebracht habe vom Guten Morgen, scheint für manche vollkommen logisch, können wir schon übermorgen umsetzen. Für manche scheint das ein Zukunftsszenario, das vollkommen unrealistisch ist. Teile davon sind heute da. Es gibt heute kleine Tools schon, die simpel eine persönliche KI für uns darstellen, die selber Aufgaben erfüllt oder outsourced. Und da glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren einen Punkt erreichen, wo wir wegkommen von dieser Scheu und wirklich uns öffnen für das Potenzial. Und das ist auch die Frage, die ich auch heute beantworten möchte. Was braucht es denn ganz pragmatisch, jetzt ohne große Zukunftsgedanken, sondern ganz pragmatisch, was braucht es heute, damit wir diesen Schritt gehen können? Es braucht natürlich Vertrauen. Vertrauen, dass Führungskräfte in uns erwecken. Die KI-Bildung muss sich auf einen Punkt treffen, wo wir in der Lage sind, zu verstehen, was ist das Kundenbedürfnis, was können wir mit Technologie machen. Die Agilität in der Organisationsstruktur wird uns helfen, uns zu öffnen. Und im Zentrum steht natürlich der Mensch. Das ist der Mitarbeiter, das ist die Führungskraft und das ist natürlich der Kunde. Und um den besser zu verstehen, da wird uns nichts anderes helfen als die Empathie, alles, was wir als Menschen drauf haben. Wo zählt der Mensch also? Im Bereich Ethik sind wir gefragt. Das ist ein Thema, das nur wir treiben können. Wir können moralische Gedanken anstellen, wir können ethische Entscheidungen treffen. Wir treffen die Entscheidung und wir ziehen die Verantwortung. Wir müssen dafür gerade stehen, mit welchen Daten trainiert wird, wenn was passiert. Wir sind diejenigen, die dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ein hochmenschliches Thema, wo wir einfach jetzt gefragt sind, uns auch mit Ethikrichtlinien auseinanderzusetzen. Die persönlichen Beziehungen werden mehr denn je wichtig sein. Wir haben alle auf Social Media 1000 Kontakte. Aber wo gibt es denn dann einen Outcome? Dort, wo Vertrauen besteht, dort, wo wirklich eine Interaktion passiert. Und das wird wichtiger sein denn je. Inspirierende Führung, die uns da jetzt eben durchbringt, ja, und an den Ängsten vorbeiguidet. Und emotionale Intelligenz ist für mich etwas, das sehr viel mehr als nur Empathie ist. Es ist die Resilienz. Wenn wir frustriert sind, wenn was nicht klappt, einen Schritt zurück, nochmal probieren und die Anpassungsfähigkeit, die eine künstliche Intelligenz nicht in der Lage ist abzubilden. Wer sind die Dirigenten dieser KI-Revolution? Führungskräfte. Klar, wir brauchen eine große Vision und müssen eine Innovationskultur schaffen, aber wir brauchen auch Klarheit, wie wir zum Beispiel datengetriebene Entscheidungen treffen wollen in der Zukunft. Da sind wir als Führungskräfte gefragt, was für eine Darstellung brauche ich, welche Daten sind relevant, woher kriegen wir die, damit ich hier eine Führungskraft der Zukunft sein kann. Mitarbeiter-Empowerment finde ich deshalb ganz wichtig, weil
es ja nicht darum geht, nur große Prozesse zu automatisieren oder effizienter zu machen. Wir wollen es ja schaffen, dass jeder Mitarbeiter in Wahrheit seinen täglichen Alltag reflektiert und überlegt, wo kann ich Tools einsetzen, damit meine Arbeit besser wird, effizienter wird. Und dieses Vertrauen, dieses Empowerment wird ein Schlüssel sein. Stakeholder-Kommunikation ist für mich relevant im Bereich Transparenz, wenn es um KI geht. KI ist Commodity. Das hören wir jeden Tag. In 5 Jahren gibt es kein Unternehmen, das an dem vorbeikommen wird. Das heißt, diejenigen, die heute aktiv kommunizieren, wie und wo sie KI einsetzen, die werden hier in die Führung gehen können. Ethikleitlinien habe ich schon besprochen. Ich glaube, es ist ganz relevant, dass wir das ganz am Anfang der Reise mit berücksichtigen. Die Mitarbeiter der Zukunft brauchen natürlich eine Grundbildung, das ist klar. Und hier ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man diese Grundbildung über alle Departments durch vorantreibt und es ermöglicht, dass es eine gemeinsame Erwartungshaltung gibt. Wo sind die Grenzen? Ich glaube, das ist ein relevanter Fakt, um hier gemeinsam in Richtung Customer Centricity gehen zu können. Kreatives Problemlösen ist deshalb so relevant für die Mitarbeiter, weil in einer Zeit, wo es komplett der Veränderungen auf der Technologieseite gibt, ein Umschwung möglich ist innerhalb von ein paar Monaten wie ChatGPT, da sind wir Mitarbeiter gefragt, uns auch schnell anzupassen. Und in der Datenanalytik glaube ich, dass es nicht nur auf der Führungsebene wichtig ist, dass wir hier wissen, wie wir mit Daten arbeiten und wie wir kritisch auch die Daten, die wir bekommen, hinterfragen, sondern auch auf Mitarbeiterebene. Wie stellen wir Daten nach oben hin, zur Seite, nach unten zur Verfügung und wie reflektieren wir die? Ja, wir wissen alle jetzt mit LLMs, die sind nicht intelligent. Die werfen eine Wahrscheinlichkeit, eine Distribution von dem möglichst wahrscheinlichen Wort raus. Das ist nicht intelligent. Wenn ich heute nach einem Rezept für Pasta Bolognese frage und in einer Woche wieder, sind die Zutaten leicht anders. Es braucht uns als Mitarbeiter, um damit wirklich intelligent arbeiten zu können. Und interkulturelle Kompetenzen sind für mich ebenfalls eine Zutat auf der Mitarbeiterseite, weil wir um Diskriminierung zu vermeiden, müssen wir die richtigen Trainingsdaten auswählen. Die können wir nur auswählen, wenn wir diverse Gedanken in den Roadmap-Prozess, den Entwicklungsprozess hineinbringen. Das schaffen wir nur, wenn wir diverse Teams haben. Und wir werden es nicht schaffen, die an jedem Ort in Europa oder jetzt Deutschland zu ziehen, wo ein Unternehmen sitzt, sondern wir werden uns auch wieder mit Remote mehr auseinandersetzen müssen, wenn wir in-house entwickeln wollen. Und dafür ist eine interkulturelle Sensibilität der Mitarbeiter erforderlich. Und die schöne Nachricht ist, auch das kann eine künstliche Intelligenz niemals abbilden. Das ist was zutiefst Menschliches, hier eine Sensibilität zu entwickeln. Das bräuchte 5 Jahre, um eine KI dafür out of the box zu haben. Okay, und jetzt möchte ich eigentlich auf den Punkt meiner Präsentation kommen, und das ist Technologie. Wir brauchen Technologie und wir brauchen Empathie und Menschlichkeit. Und ich sehe es so wie so ein Mischpult. Ich habe so die 2 Regler. Hier ist Technologie 100%, hier ist Menschlichkeit, Empathie 100%. Und jedes Unternehmen wird sich die Frage stellen, wo möchte ich mich positionieren? Bin ich auf der 100% Effizienzseite? Bin ich auf der 100% Empathie-Seite und kompromittiere hier auf der Geschwindigkeit und auf die Effizienz, wo füge ich mich ein? Und das wird auch der Differenzierungspunkt sein. Denn KI ist in 5 Jahren Commodity. Das heißt, das ist kein Differenzierungsmerkmal mehr. Und genau, ich glaube, die anderen Punkte sind mehr oder weniger klar. Ja, also wir könnten hier noch vielleicht machen wir noch den nächsten Slide. Ich möchte nur zeitlich berücksichtigen. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Ja, ich glaube, das ist mir noch wichtig, um da wirklich nochmal auch Sie als Publikum zu beruhigen, ja, wie brillant wir eigentlich sind als Menschen. Ein 4-jähriges Kind hat weitaus mehr Dateninput bekommen in seinem kurzen Leben als zum Beispiel jetzt ChatGPT. Als Vergleich, die Trainingsdaten, die ChatGPT hatte, sind gigantisch. Das wäre äquivalent zu einem Menschen, der lesen würde
8 Stunden am Tag für 170.000 Jahre. Das ist unglaublich viel Input. Und trotzdem ist es ja nur ein Input und der ist sehr vereinfacht. Worte. Worte sind eine starke Vereinfachung der komplexen Welt. Und wie gesagt, ist jedes LLM nicht intelligent, sondern es wirft nur eine Art von Wahrscheinlichkeit raus, aufgrund der Datenmenge, die es bekommen hat. Einem LLM fehlt jeglicher Bezug zur realen Welt. Es gibt keine Daten im Bereich physische Umwelt, im Vergleich auch zum Beispiel zu Video. Wir können heute nicht einmal ansatzweise das trainieren auf Videoseite, was wir auf Sprachseite und Wortseite trainieren konnten, auf LLM-Seite. Da sind wir meilenweit entfernt. Also die Intelligenz von einem LLM ist beeindruckend. Ich gebe es zu, ich finde es selbst unglaublich und es ist wirklich beeindruckend. Aber im Vergleich eben zu einem 4-jährigen Kind, das auf all diesen unglaublich komplexen Ebenen wie Geruch, Sehen, physisch, haptisch, denn der Input ist ein Zigfaches. Und aus dem Grund können wir Menschen so lernen, wir können so Bilder kreieren. Ein 2-jähriges Kind kann auf einen Holzstuhl springen und eine Sekunde später auf eine Couch, ohne dass es jemals auf die Weise auf eine Couch gesprungen ist. Und trotzdem hat es aus dem vorigen Beispiel gelernt. Und aus dem Grund glaube ich, dass wir wirklich auch beruhigt und mit Vertrauen in diese Zukunft gehen können, uns immer wieder darauf besinnen, was wir zur Verfügung haben als Menschen, die Fähigkeit, aufeinander einzugehen, die Fähigkeit, in Verbindung zu gehen. Ja, das wird eine Technologie nie haben. Eine Technologie ist ein Werkzeug, ein Hammer. Und ja, KI ist brillant, aber es ist ein Hammer und es braucht uns, um den Hammer zu bedienen, und es braucht mehr denn je die Menschen mit dem Feingefühl, wo braucht es Technologie, wo braucht es Menschlichkeit. Diese Feinheit zu finden, wird für jedes Unternehmen in den nächsten 10 Jahren der Schlüssel, um sich erfolgreich zu positionieren. Diese Feinheit und das Bewusstsein darüber, wie wichtig diese menschlichen Qualitäten sind, wird den Unterschied machen. Und es wird mehr denn je uns brauchen, um wirklich zu verstehen, was das Kundenbedürfnis ist. Jede KI wird am Thema vorbeigehen und wird uns nicht differenzieren. Weil KI kann nur die Daten aus der Vergangenheit analysieren und irgendwas rauswerfen. Nur wir Menschen können ein Gefühl bekommen, worum es geht. Und genau, das ist, glaube ich, warum ich mich freue, dass ich darüber sprechen durfte heute. Und vielen lieben Dank. Ich finde es sehr schön, dass du so, sagen wir mal, so generalistisch an dieses Thema rangegangen bist und dir auch so mal große Gedanken gemacht hast, obwohl wir ja auch noch gleich ein bisschen über dein oder euer Unternehmen sprechen wollen. Persönlich finde ich daran auch, ohne Menschen geht es nicht. Du hast, glaube ich, geschrieben, Effizienz und Empathie als Differenzierungsmerkmal. Also beide Elemente müssen auch übermorgen noch da sein. Davon bist du überzeugt. Das freut mich natürlich. Schauen wir mal, also reduzieren wir ein bisschen die Flughöhe und schauen wir mal bei euch ins Unternehmen Omnius. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ihr automatisiert Schadenfälle in sogenannten, und jetzt kommt ein Fachbegriff, Hochfrequenzsparten. Erklär uns das mal ohne Versicherungssprech. Was sind Hochfrequenzsparten und was macht ihr genau bei Omnius? Genau, also Hochfrequenzsparten sind Bereiche, ich konzentriere mich jetzt, das sehr einfach auszudrücken, die oft passieren. Mhm. Wie zum Beispiel Steinschaden in der Windschutzscheibe im Auto. Mhm. Genau, und was wir konkret machen, ist in Wahrheit, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, auch zur Flughöhe, was wir gemacht haben, ist uns anzuschauen, was hat der Sachbearbeiter gemacht? Welche Schritte ist der Sachbearbeiter durchgegangen? Und wie können wir dem Sachbearbeiter heute helfen, diesen Prozess effizienter abzuwickeln? Mhm. Was macht der Sachbearbeiter? Der sieht, aha, hier kommt ein Schaden rein. Ist das ein neuer Schaden oder ist das der Anhang zu einem alten Schaden? Der schaut sich das im Detail an, worum geht's? Der schaut sich den Namen an, der füllt von einem Dokument was in ein anderes Dokument. Der versucht im nächsten Schritt zu analysieren, ist es gedeckt? Der schaut sich die Polizei an, ist die noch aktuell? Ist das da drin beinhaltet? Dann schaut er sich nochmal den Schaden an, wenn das in der Polizei abgedeckt ist und das alles korrekt ist und der Kunde auch gezahlt hat. Ja? Ja. Und dann geht es in die Deckungsprüfung. Ist der Schaden gedeckt? Und irgendwann heißt es ja oder nein. Und einfach nochmal kurz den Faden zur anderen Flughöhe zu treffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir mit KI arbeiten wollen, dass wir nicht
übers Knie, Hashtag KI, reingehen und jeden Prozess jetzt abstrakt automatisieren wollen, sondern dass wir uns wirklich im Detail anschauen, welche Prozesse habe ich im Unternehmen und wo sind kleine Entscheidungen, kleine Tätigkeiten, die ein Mensch heute macht, die für einen Mensch nicht spannend sind und für, den, für dessen Schritt es auch keine Menschen braucht, wie zum Beispiel einen Nachnamen oder einen Vornamen aus einem Dokument raus zu extrahieren und dann zu starten, diese einzelnen Entscheidungen oder Schritte zu automatisieren. Ich glaube, das ist etwas, was mir auch wichtig ist zu erwähnen, weil sonst wird das Thema so abstrakt, dass man es wirklich runterbricht auf die kleinen Prozessschritte und ja, das ist, was wir bei Omnius machen und wir bieten nicht nur vollautomatisierte Lösungen an für sehr, sehr einfache Fälle, sondern eben auch, wie ich es vorher versucht habe zu beschreiben, in Kooperation mit dem Sachbearbeiter ein Tool zur Verfügung zu stellen, das es immer vereinfacht, also hybrid. Und ich glaube, da wird auch die Zukunft von KI für die Unternehmen liegen, herauszufinden, wie können wir die Werkzeuge wirklich, also das Werkzeug KI, so nutzen, dass der Mitarbeiter zur Höchstleistung kommt. Weil was also schaffen wir? Es geht wir? Nicht darum, den Sacharbeiter auszuplanen, sondern der kriegt die komplexen Fälle. Genau. Der kriegt erstens die komplexen Fälle, die eine KI nicht in der Lage ist zu evaluieren. Und zweitens hat er jetzt Zeit für Customer-Centric, den Kunden. Genau. Ja? Der kann sich jetzt mit dem Kunden auseinandersetzen. Beim einen Schaden ist es geht vielleicht wirklich nur um die Effizienz. Ja, ich habe einen Autounfall, ich möchte ganz schnell ein Ersatzauto. Aber es gibt Schäden, die sind komplex. Da möchte ich eine Beratung haben. Da bin ich verwirrt, da verstehe ich nicht ganz, worum es geht. Da weiß ich gar nicht, wann, wo, wie wurde diese Versicherung abgeschlossen. Da brauche ich ein längeres Gespräch. Und wenn ich in dem Moment, Moment of Truth, einen Mitarbeiter habe auf der anderen Seite, der auf mich eingeht, der mir zuhört, der mir das Gefühl gibt, ich mit meinem Problem gerade, ich habe nämlich einen riesen Wasserschaden und das ist ein Problem für mich, dem bin ich jetzt wichtig, dann merke ich mir das. Und wir vergessen alles als Kunden, aber nicht, wie wir uns in dem Moment gefühlt haben, wo es mühsam war. Und damit kann ich den Kunden binden und damit mache ich dem Kunden eine Freude und damit lerne ich vom Kunden durchs Gespräch und damit kann ich bessere Produkte bauen. Nochmal auf die Versicherungswirtschaft zu sprechen zu kommen, du hast Kfz-Sparte erwähnt, also in der Kfz-Sparte findet das offensichtlich schon statt. Welche anderen Sparten sind da aktuell schon im Einsatz? Ich kann mir vorstellen, Hausrat ist so ein Thema oder also generell Sachversicherung. Genau, also Hausrat, da von Feuer über Diebstahl, Einbruch, Leitungswasser, Kfz voll und halb und auch im Bereich Haftpflicht alles, was dazugehört. Was wir im Moment nicht machen, ist Leben. Ja. Aber genau in dem Bereich haben wir uns mal. Dazu komme ich gleich nochmal zu dem Lebenbereich. Das interessiert mich nämlich tatsächlich besonders. Ich kann mir schon vorstellen, welche Effekte ihr damit erzielt. Ne? Also ihr spart so mal unnötige Zeit für automatisierbare Prozesse ein, die Qualität steigt, der Kunde ist happy. Das muss doch eigentlich aber für solche Versicherer total spannend sein, sowas einzuführen. Wie offen ist die Versicherungswirtschaft für solche Veränderungen? Weil also ich selbst kenne mich in der Branche ganz gut aus und wir wissen ja, das sind alles oder viele von denen große Tanker, viele Konzerne dabei. Da dauert sowas. Ne? Da ist man auch manchmal so hinter der Entwicklung hinterher. Wie offen sind die dafür? Ja, also eine gute Frage. Also wir haben uns für die Versicherungswelt entschieden, weil wir gesagt haben, es ist perfektes Momentum. Ja. Die Jungen wie die Lemonades und die WeFoxes, die pushen und wollen Kein Marktanteil, Problem. Ja, die wollen das, den Marktanteil sich schnappen und die Vorstände der großen Versicherungen stehen auf den Bühnen und erzählen, dass sie KI brauchen. Man sagt, fantastisch. Ja, tatsächlich dauert es ein bisschen länger als gedacht, aber ich muss sagen, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagt noch vor 5 Jahren, ich liebe die Versicherungsbranche. Und ich zwar auch. Wirklich. Ich liebe die Versicherungsbranche. Ich kenne mittlerweile viele Vorstände und ich finde, dass eine unglaubliche Offenheit ist. Und was ich wirklich schätze, ist ein Interesse für den Prozess. Ja. Der Schadensprozess ist ein Prozess und er ist sehr komplex und man muss sich wirklich, man braucht sein System One, man muss wirklich scharf nachdenken, damit man sich damit auseinandersetzt. Aber was ich toll finde, ist, dass die Vorstände sich dafür interessieren. Und deswegen liebe ich diese Industrie. Wir sitzen und schauen uns mit den Vorständen den Prozess an. Das müssen die auch machen. Das ist der einzige Moment, wo man Versicherung erleben kann. Ne? Ja. Also zumindest im Sachversicherungsbereich. Ja, aber ich finde das wirklich toll. Ja. Und zur Geschwindigkeit, ja. Also ich würde sagen, wir haben erwartet, dass sich alles ein bisschen schneller dreht. Ja. Und gleichzeitig kann ich Kunden wie die Allianz, wie die Unica, wie MS Emlyn, M-Trust in den USA
Und noch einige, die ich jetzt gar nicht nennen darf, als Happy Customer nennen, wo wir wirklich eine Automatisierungsrate von bis zu 82% erreichen. Spannend. Ja, ja. Und ich bin stolz drauf. Ja. Und ich bin wirklich, also wir sind am Anfang dieser Transformation, aber ich bin zuversichtlich, dass wir einen wirklichen ein Momentum noch sehen werden in der Zukunft. Und das beruhigt mich auch, weil sonst wäre unser Job schon aus. Ich habe das Gefühl, ich kann noch 5 bis 10 Jahre in dem Bereich arbeiten. Na, mindestens, wenn nicht länger. Genau, mindestens, wenn nicht länger. Ja. Genau. Ich finde das nicht, also grundsätzlich eine tolle Geschichte. Der Teufel steckt im Detail. Immer. Und es ist ja so, also allein im deutschen Markt, wir haben über 400 Versicherer in Deutschland, sind nicht alle Sachversicherer, nicht alles eure potenziellen Kunden für das, was ihr jetzt schon gemacht habt, aber trotzdem sind es ja eine ganze Menge Unternehmen. Alle haben ihre eigenen Systeme, jeder hat ihre eigenen Prozesse und so weiter. Ihr kommt mit einer Lösung, die ihr trotzdem in irgendeiner Form standardisieren müsst. Ja. Das ist doch so ein ziemlicher Spagat, oder? Ja, ist ein ziemlicher Spagat. Die Investoren schreien nach Skalierbarkeit. Alles muss skalierbar sein. Wir haben uns als das Ziel gesteckt, man kann uns in 10 Tagen onboarden. Ja, und dann kommen wir zum Versicherer, kommen in die tiefen Keller der Altsysteme und dann sind wir konfrontiert mit AS400. Mit einer Welt, die teilweise, also wir hatten einen Kunden, da war das eine System mehr älter als 80 Jahre. Ja. Gut. Was tun? Wir haben uns eben als Ziel gesteckt, dass es nicht dass die ganze Armada von IT-Ressourcen vom Versicherer braucht, um uns mal testen zu können. Und aus dem Grund war es ganz wichtig, Schnittstellen zu bauen zu den Versicherungsplattformen, die heute hier verwendet werden, wie eine MSG in Deutschland, wie eine Guidewire, wie eine Sapiens, wie eine Insuresoft. Das war natürlich ein Knackpunkt und da hast du einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ohne den wäre es schwierig. Welche KI-Systeme kommen denn aktuell in eurer Lösung zum Einsatz, wenn ihr das sagen dürft oder wollt? Ja, eigentlich querfeld ein. Also wir haben begonnen viel mit Computer Vision, einfach weil es darum ging, mal zu starten über das Layout, worum geht es hier überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Dokument? Ja. Und dann natürlich viel NLP, LLMs, an denen sind wir jetzt auch nicht vorbeigegangen. Ja. Und ich würde meinen, dass uns in der Hinsicht auch die Kooperation mit dem Computer Vision Center in Barcelona sehr geholfen hat. Kann ich übrigens empfehlen, mit Forschungseinrichtungen zu kooperieren. Warum? Ja. Weil es nie die Aufgabe vom Unternehmen sein kann, da in die Tiefe zu gehen. Wir können, also es gibt Grenzen. Und es ist so unfassbar viel Innovation in den Universitäten und Forschungseinrichtungen. In Europa sind wir besonders schlecht, die auf die Straße zu bringen. Aber hier haben wir ganz viel Know-how bekommen. Ja. Ja, durch diese Brücke. Und die brauchen wiederum Unternehmen, die es anwenden. Insofern, genau, also ich würde mal sagen, alles, was State of the Art ist, haben wir verwendet und es hat uns sehr, sehr geholfen, hier mit einer Forschungseinrichtung zu arbeiten. Spannend. Ja, aktuell, da setzt ihr ja, und das wird unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch sicherlich interessieren, zumindest auf jeden Fall die, die im Versicherungsbereich unterwegs sind, vornehmlich im Sachbereich ein. Wir haben das gerade eben erfahren. In Zukunft wäre das aus deiner Sicht auch möglich in komplexeren Sparten? Leben hast du schon angesprochen, Krankenversicherung, Biometrie, wie siehst du das? Also der Traum von dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ist ja immer Prävention. Ja. Ja, und gerade wenn ich über Krankheiten spreche, möchte kein Mensch, dass wir krank werden. Wir möchten natürlich im Vorfeld das vermeiden und natürlich helfen uns da Daten. Da kommt es wieder auf den Punkt von Datenschutz und Ethikleitlinien zurück. Da muss einfach jedes Unternehmen auch dafür gerade stehen und Sorge tragen, dass wir hier keine Grenze überschreiten. Ja. Ja, weil das ist sozusagen hier der Knackpunkt. Und wirklich hier mit dem Kunden im Austausch bleiben, weil der Kunde hat das Recht zu wissen, wie wir die Daten einsetzen. Ich brauche keine Prävention, wenn ich die nicht möchte. Ja, ist auch ein philosophisches Thema. Es gab ja in der Versicherungswirtschaft in der Vergangenheit auch schon so zum Beispiel Tarife, ne, auch im Krankenversicherungsbereich, die bestimmtes Verhalten belohnt haben. Ne? Sowas könnte man auf die Spitze treiben. Man könnte also irgendwann sagen, wenn also ein Mensch irgendwann durch eine KI in seinem persönlichen, zum Beispiel Gesundheits- oder biometrischen Risiko so eingeschätzt werden kann, dass ich weiß, ich kann den versichern oder nicht, hebel ich eigentlich den Urgedanken der Versicherungswirtschaft auf und das kollektivst weg, weil ich kriege nur noch die eine Versicherung, die eigentlich keine braucht. Ja, korrekt. Schwierig, oder? Es ist schwierig. Deswegen sage ich, diejenigen, die moralische Entscheidungen treffen werden, transparent damit sind und damit klar in die Führung gehen, dann ist es okay. Ja, okay. Du hast in deinem Impuls einige Visionen zum Thema KI dargestellt, auf hoher Flughöhe. Wie wird KI speziell aus deiner Sicht die Versicherungswirtschaft verändern?
Ja, ganz pragmatisch runtergebrochen sehe ich das heute schon in strukturellen Veränderungen. Kunden von uns bauen tatsächlich den Schadensprozess um den Experten herum. Ja, ich hab Fälle, die gehen einfach durch, und ich habe Fälle, für die braucht es einen Experten, die komplexen Fälle. Und hier den ganzen Ablauf neu zu denken, ich glaube, das ist etwas, das wir heute schon sehen. Ja. Und in einer wirklichen, also in einem Echtzeit-Szenario sind wir noch nicht ganz, aber da werden wir bald sein. Weil mein, also sozusagen, was ich möchte, ist, wenn etwas passiert, instant die Hilfe bekommen von meinem Versicherer. Aber eigentlich will ich ja den Wasserschaden gar nicht haben, sondern ich möchte ja eigentlich, dass das vermieden wird und dass mir der Versicherer genau dabei auch noch hilft. Ja, Prävention ist ein Riesenthema in der Versicherungswirtschaft aktuell. Führt mich trotzdem dazu, zu meiner Abschlussfrage noch mal weiter in die Zukunft geblickt. Wird es irgendwann vielleicht den vollautomatischen Versicherer geben? Ja, wahrscheinlich schon. Es wird wahrscheinlich einen Versicherer geben, der voll auf Technologie und Effizienz setzt. Mhm. Und es wird einen Versicherer gehen, der voll auf die andere Seite setzt und ein anderes Produkt, eine andere Produktpalette anbieten wird. Ja, spannende Zukunftsvision in einer spannenden Branche. Vielen Dank, Sophie. Ich bedanke mich.